Ja, auch von mir. Schönen guten Morgen. Ja, wir sind in der Tat froh, dass wir es dann doch noch geschafft haben. Und da sind wir auch an dem Punkt, wo wir vor allen Dingen erstmal den Organisatoren des heutigen Tages danken müssen und danken wollen. Sie haben wirklich nichts unversucht gelassen, neben dem schon hervorragenden Programm auch noch Ludwig Hartmann nach Münster zu locken. Wer weiß, wie schwierig das ist, Bayern aus Bayern rauszubekommen. Der weiß, was hier vollbracht wird. Wir hoffen, dass das so funktioniert. Darüber freuen wir uns besonders, dass Ludwig Hartmann sofort zugesagt hat. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, liebe Ministerin Ulla Hein, liebe Ulla, schön, dass du heute bei uns bist. Sehr geehrter Landrat Dr. Effing, liebe Mona Neubauer, unsere Landesvorsitzende, lieber Arndt Glocke, wir freuen uns, dass auch du heute als Besucher, als Fraktionsvorsitzender im Landtag dabei sein kannst. Lieber Oliver Krischer, mein Chef im Deutschen Bundestag, unser AK2-Vorsitzender und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, der wichtigste Arbeitskreis natürlich der Grünen, weil er genau diese Thematik beinhaltet, die wir heute besprechen. Und Oliver Krischer sowieso ja bekannterweise mit jedem Vogel direkt kommunizieren kann. Schön, dass du dabei bist. Aber worüber wir uns natürlich sehr freuen, dass wir wieder die ausgewiesene Expertin für diese Thematik Landwirtschaft, Naturschutz, Tanja Busse, heute als Moderatorin gewinnen konnten. Schönen Dank, Tanja, dass du auch nie wieder heute dabei bist. Ich glaube, jeder von uns weiß, wir sind hier ergebnisorientiert. Wir versuchen, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Wir versuchen, sie aber handlungsorientiert auf den Punkt zu bringen. Und das hat natürlich was mit professioneller Moderation zu tun, der Erfolg. Und deshalb sind wir froh, dass wir dich dieses Jahr auch wieder nach Münster locken konnten. Wir wollen heute, wie die anderen Male zuvor auch, über Artenschutz, über Artenvielfalt reden. Es ist dringend, nach wie vor dringend. Ja, die 7. Artenschutzkonferenz Norwich, aber die Situation ist leider nicht besser geworden. Das müssen wir leider zur Kenntnis nehmen und das muss uns alle bewegen, dass wir auch heute versuchen, die Dinge klar im Blick zu nehmen und sie klar zu benennen. Das Insektensterben, die dramatische Lage der Bienen, die biologische Vielfalt sind keine Nischenthemen mehr. Wir merken das, wir spüren das. Das zeigt die hohe Resonanz in Bayern. Das zeigt aber auch, dass wir heute an vielen Punkten dieses Thema in der gesellschaftlichen Debatte haben, in der gesellschaftlichen Diskussion ganz, ganz vorne steht. Wer hätte das für möglich gehalten? Aber es zeigt natürlich auch die Dramatik, die dahinter steht, dass die Bevölkerung, viele Teile der Bevölkerung ergriffen hat, dass viele Teile der Bevölkerung wissen, dass da was völlig schief läuft, dass wir dringend darüber ernsthaft reden müssen, dass wir zum Beispiel den Umbau der Landwirtschaft dahin, dass sie nicht die Umwelt schädigt, nicht die Arten schädigt, sondern sie erhält und fördert, dass das nach wie vor ganz oben steht. Es ist natürlich auch dramatisch nochmal geworden durch den extremen Sommer 2018. Da hat natürlich jeder von uns gemerkt, dass sich hier was verändert, dass wir mitten im Klimawandel stecken. Wer heute noch den Klimawandel leugnet, dem, glaube ich, kann man nicht mehr helfen. Aber wir merken auch, dass sich in der Generation, ich darf es sagen, hinter mir, hinter uns, hinter vielen von uns, sich was verändert. Dass unsere jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler, auf einmal in einer europaweiten Bewegung, vielleicht ist es demnächst weltweit zu spüren, wir werden sehen, Fridays for Future, sich auf den Weg machen und uns mahnen und fragen und ernsthaft fragen und uns nicht akzeptieren, unsere Antworten, sie nicht als befriedigend erachten, wie ist eigentlich unsere Zukunft, wie sieht eigentlich die Welt morgen aus, wenn wir Verantwortung tragen, was übergebt ihr uns? Und das, glaube ich, hat viele von uns sehr massiv erreicht. Wir als Bauernkinder, Norwich und ich, viele andere hier auch, wir sind nicht nur mit dem Backstein auf der Brust groß geworden, dass wir es stöhnen lernten, sondern wir haben natürlich auch immer gehört im Elternhaus, was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Heute sagen wir natürlich von Vater und Mutter oder wen auch immer. Das hat uns immer geprägt und von daher, glaube ich, sind wir
wir sind sehr erreicht worden und sind sehr bewegt von dieser Bewegung, die jetzt auf einmal von jungen Menschen getragen so in die gesellschaftliche Debatte hereinkommt. Wir merken auch, dass die Politik irgendwie versucht zu reagieren, denn es ist ja doch beim dem einen oder anderen Politiker, Politikerin zu spüren, dass sie gemerkt haben, dass sie die Adressaten sind der Botschaften, der Forderungen, die hier von den jungen Menschen gerichtet werden. So haben wir eben am vorletzten Freitag, eine Aktuelle Stunde gehabt zu der Fridays for Future Bewegung. Wir haben sie in den Bundestag eingebracht als Grüne. Und kurz darauf, in der nächsten Kabinettssitzung, gab es auf einmal die Nachricht, es sei ein Klimakabinett gebildet worden, unter Leitung der Kanzlerin, aber stellvertretend natürlich der Umweltministerin. Die Kanzlerin wird ja nicht immer dabei sein, aber es soll ja jetzt was passieren. Wir sind gespannt, was da nun im Klimakabinett passiert. Es ist noch nicht so richtig klar, ob es nur Aktionismus ist oder ob es auch inhaltlich wirklich Festlegungen trifft, die weitergehend sind, die auch andere, die vielleicht ein bisschen auf der Bremse stehen, deutlich in die Pflicht nimmt. Die Zeit drängt, das Ruder muss herumgerissen werden, wir spüren es. Das Landwirtschaftsministerium in Berlin, auch dazu noch ein paar wenige Worte, hat bisher an Nebenankündigungen gar nichts, denn wir haben jetzt gerade ein Jahr Landwirtschaftsministerium in dieser Legislatur. Die Ministerin hat sich mit einer Pressekonferenz zu Wort gemeldet, Julia Klöckner. Wir haben gerade ein Jahr und es waren große Ankündigungen von ihr gemacht worden. Ich sage nur eins, was der Biene schädigt, muss vom Markt. Wir sind nach wie vor nicht so weit und wir haben nach wie vor dort große Fragen. Wir merken aber auch, dass das, was die EU-Kommission, und hier will ich auf einen Punkt zu sprechen kommen, weil wir in Münster sind. Ich will es auch deshalb tun, weil es mich besonders ärgert, dass hier Bauern und Bäuerinnen wiederum meiner Meinung nach, unserer Meinung nach missbraucht werden, am 4. April auf die Straße zu gehen für eine falsche Politik. Der Bauernverband hat das, was die EU-Kommission anmahnt, bei der Düngeverordnung sehr viel klarer, drastischer das Problem in den Blick zu nehmen und zu handeln. Die Nitratwerte sind zu hoch an vielen Stellen und sie sind eben auch zu hoch im Münsterland, dort, wo die tierische Veredelung besonders stark ist. Es korreliert miteinander. Und anstatt jetzt sich hinzusetzen und klar zu sagen, was gemacht werden muss, damit wir rauskommen aus der Mahnung der EU-Kommission, werden Bauern und Bäuerinnen gegen die Verschärfung der Düngeverordnung geführt. Sie werden gegen Europa geführt. Europa wird der schwarze Peter zugespielt. Das ist verhängnisvoll. Ich glaube, dass gerade Bauern und Bäuerinnen eigentlich in ihrem Wesen die Europäer überhaupt sind. Landwirtschaft ist die vergemeinschaftete Politik. Ich glaube nicht, dass es gut ist für Europa, dass wir heute, wo wir im Wahlkampf sind für ein neues Parlament, wiederum versuchen, Bauern und Bäuerinnen auch zu brauchen, um sie gegen Europa zu führen. Europa ist keine Sonntagsveranstaltung, sondern auch montags und dienstags und mittwochs und donnerstags und freitags gibt es Europa. Und da ist es manchmal nicht jedem recht. Aber es geht um das große Ziel. Und das, glaube ich, sollte uns ein. Wir müssen aufhören damit, dass wir nur in Sonntagsreden Europa preisen. Und dann, wenn es darauf ankommt, dann führen wir die Menschen gegen Europa. Und das hilft nur den Populisten, das hilft nur denjenigen, die Europa zerstören wollen. Schönen Dank. Jetzt zu uns heute. Wir müssen umdenken. Der Erhalt der Lebensgrundlagen, Luft, Wasser, Boden, der Erhalt der Artenvielfalt, der Biodiversität, sie müssen endlich in den Blick genommen werden. Hier gilt der Fokus drauf, hier muss gehandelt werden, hier ist deutlich was zu tun. Hier gibt es an vielen Stellen große Probleme. Wir wollen das mit der Artenschutzkonferenz bearbeiten, wie wir es jedes Mal getan haben. Wir wollen mit Praxisbeispielen zeigen, wie es gehen kann. Wir wollen sensibilisieren. Und ich wünsche uns heute, Ihnen und euch und mir, schöne, interessante Vorträge und spannende Diskussionen. Schönen Dank. So. Sehr schön.